Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem ersten FSV Mainz 05. Willkommen an der Weser, willkommen im Weserstadion zu Bremen zum 8. Bundesligaspieltag mittlerweile. Am letzten Spieltag war es soweit. Nach 6 ungeschlagenen Spielen haben wir die erste Pflichtspielniederlage kassieren müssen. Und das auch noch zu Hause gegen den deutschen Meister FC Schalke 04. Kann man verlieren, ganz klar. Aber irgendwie am Ende des Tages eine bittere und vor allem unnötige Niederlage. Aber es nützt ja irgendwie gar nichts, da hinterher zu trauern. Die Punkte sind verloren und diese Punkte müssen wir uns jetzt woanders wo wieder herholen. Vielleicht zum Beispiel heute hier in Bremen. Ich muss erstmal wieder dazu sagen, ist schon wieder eine Woche her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Mal schauen, wie ich heute in diese Aufnahmesession reinkomme. Ich nehme übrigens, das sollte ich mal dazu sagen, normalerweise ist das so, ich nehme immer nach einem Bundesligaspieltag auf. Heute mache ich aber mal eine Ausnahme, da mache ich es mal einen Tag vorher, sprich am Freitag, den 9. Mai haben wir heute. Aus dem Grund, ich habe keine Lust, mich wegen den HSV, egal was morgen passieren sollte, also wenn ihr diesen Part seht, dann wisst ihr schon, was mit dem HSV passiert ist. Schlimmstenfalls Abstieg und so, aber darüber möchte ich mir jetzt keine Gedanken machen. Deswegen habe ich mich mal kurz umentschlossen, die Aufnahme-Session vorzuverlegen und nicht, dass ich irgendwie eben wegen diversen Vereinsgründen schlechte Laune habe oder so. Deswegen das nur kurz zur Info und wir spielen mit folgender Ausstellung. Unsere Mainzer sind natürlich immer noch im Blickpunkt dieses Let's Plays. Und ich habe mal wieder ein bisschen umgestellt. QRT rückt in die Innenverteidigung an die Seite von Dragovic. Julian Koch ersetzt Johannes Geis. Und Gianluca Della Fiore, auch bei euch mittlerweile ein echter Shootingstar, ein echter Publikumsliebling, muss man echt sagen, den ich wohl nicht verkaufen darf. Ansonsten würden mich diverse Abonnenten wohl deabonnieren, verkloppen oder vielleicht noch schlimmere Sachen tun. Deswegen, auch er kehrt in die Startelf zurück, an die Seite von Lacazette im Sturmzentrum. Und ich will sagen, gehen wir ins Spiel. Wir stehen momentan auf Tabellenplatz 10, müsste das sein, mit 8 Punkten. Die Bremer auf Position 7 mit 10 Punkten, die könnten wir also direkt überholen. Und wenn alles perfekt läuft an diesem Spieltag, könnten wir theoretisch bis Platz 6 vorrücken. Aber dazu müssen wir halt erstmal hier gegen Bremen gewinnen. Und das war in der Vergangenheit alles andere als einfach. Ich glaube, von den ersten 4 Spielen, die wir hier im Weserstadion gespielt haben, haben wir 3-mal 0:0 gespielt. 2-mal noch im Dienste von Eintracht Braunschweig. Und auch die letzten beiden Male, als wir mit Mainz 05 hier zu Gast waren, gab es einmal ein torloses Unentschieden und ich glaube in der Vorsaison ein 1:1. Also wir konnten bislang in Bremen noch nicht gewinnen. Zeit, dass sich das ändert. Hier sind die Teams, die sich natürlich Fairplay-mäßig erstmal begrüßen, unter anderem mit ihm, mit El Gero Elia, dem ehemaligen HSVer, der Wirbelwind auf der linken Angriffsseite. So, ich muss erstmal hier meinen Ton ein bisschen lauter stellen. Ja, ja, ich bin völlig vorbereitet auf diese Aufnahmesession, die ein bisschen, ja doch, ein bisschen spontan geschieht, muss ich sagen. Weil ich ansonsten auch am Sonntag wenig Zeit habe aufzunehmen. Deswegen also ein bisschen Kuddelmuddel heute bei mir. Aber davon bekommt ihr ja nichts mit. Hier nochmal die Bundesliga-Tabelle. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie weit wir vorrücken könnten. Aber ist auch uninteressant. Hier die Bremer Elf. Fernando Gago nur auf der Bank. Der ehemalige Star von Real Madrid. Rensing im Tor. Stefanovic, Pavlovic, Dankler, der Neuzugang aus Brasilien mit dabei. Also ich glaube, da haben wir uns schon, oder kann man sich einen Schwachpunkt der Bremer denken, nämlich die Defensive. Allerdings hat Mainz 05 auch eine Schwäche, zumindest in der Fußball-Bundesliga, nämlich die Offensive. In den ersten 7 Spielen zwar nur 6 Gegentore, aber auch nur 6 Tore geschossen. Das muss sich heute ändern. Werder Bremen gegen Mainz 05. Erste Halbzeit. Mainz stößt an. Von rechts nach links. Im Durchgang. Numero uno. Und wir versuchen gleich mal das Spiel in die Breite zu ziehen.
mit Della Fiore, der da in die Spitze gestartet ist. Erste gute Chance für die Gäste aus Mainz. Schön gespielt. Ich glaube, von Schürrle kam der wunderbare Ball. Der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte, der Mainzer Jungen, der noch nicht so das erfüllt hat, was man von ihm bislang erwartet hat. Erste Ecke, Fabrice in Sankala tritt diese. Und die kommt nicht schlecht. Kudeti kommt nicht an den Ball. Lacazette im Hintergrund. Lacazette! Und Rensing muss das zweite Mal sich mal so richtig strecken. Gucken wir nochmal drauf. Distanzschuss. Ganz leicht verdeckt. Und ich glaube, der hätte sogar gepasst. Schöne Parade von Rensing, den ehemaligen Bayern-Torwart. Nächste Ecke von Sankala, da kommt Dragovic. Und die dritte Chance innerhalb der Anfangsminuten hier im Weserstadion. Dragovic kriegt den Ball nicht gedrückt, schade. Keine 5 Minuten vorbei und schon 3 Chancen für die Gäste vom Karnevalsverein. Dragovic schon den nächsten Kopfball. Schön gemacht auf André Schürrle. Della Fiore wird da weggedrängt. Deswegen kann Pavlovic die Afro-Frisur dazwischen gehen. Wieder Pavlovic. Stefanovic für den Fehlpass. Schön gemacht von Schürrle. In Sankala. In der Europa-Liga zuletzt getroffen. Beim 4:1-Sieg gegen Standard Lüttich. Das war auch unser letzter Sieg. In der Bundesliga. Oh, fast der Fehler von Rensing. In der Bundesliga seit 6 Spielen nicht gewonnen. Der einzige Saisonsieg war am ersten Spieltag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Schöner Zweikampf von Koch. Ignioski, der im Real Life ja mittlerweile die Bremer, so viel steht fest, verlassen wird Richtung Eintracht Frankfurt. Hier ist er wieder der Serbe. Bittencourt dazwischen. Wo war denn da ein Foul? Aber Bremen noch im Ballbesitz, deswegen läuft die Partie erstmal weiter. Gut gemacht von Müller, kriegt den Fuß dazwischen. Klärt zum Einwurf für Lukas Schmitz. Langer Einwurf, verlängert, Nackbe, Dragovic dazwischen. Und jetzt vielleicht die Konterchance für Schürrle. Oh, schade. Pavlovic passt da gut auf. Aaron Hunt hat die Bremer hier im Let's Play mittlerweile auch verlassen. Wird er ja auch im Real Life. Bei Bremen wird ja wohl so ein kleiner Umbruch stattfinden. Auch viele Talente werden die Bremer zum Saisonende verlassen. Aber Manager Aichin hat ja auch schon gesagt, dass es keine Millionen Neuzugänge geben wird. Also da bin ich mal sehr gespannt auf die Entwicklung beim SV Werder Bremen, Real Life technisch. Fehler von Schürrle hier. Stefanovic ist auch einer der Spieler, der den Club am Saisonende Real Life technisch verlassen wird. Bremen momentan mit sehr viel Ballbesitz. Petersen schön abgelegt. Dragovic mit einer kleinen Kerze. Aber Schändler bereinigt die Situation. Langer Ball von Müller, aber abseits wäre es gewesen. Hätte Lacazette den Ball erlaufen können. Die hat sich ein bisschen beruhigt. Nach den ersten 5 aufregenden Anfangsminuten warten wir auf die nächste Torchance. Bremen noch nicht so richtig im Spiel drin. Petersen mit dem Ballverlust. Koch schaltet schnell auf. Oh, Della Fiore. Und sagt nicht, dass die Jogginghose ihm da im Weg stand. Er bekommt den Ball gegen die Hacke. Oh Gott, das war natürlich die Riesenkonterchance. Er wäre da allein vor Rensing gewesen. So die Chance für Nackbe. Ja, aber das Kopfballduell gegen Kuyati, Gott sei Dank, verliert. Nächste Konterchance, Lacazette. Nächster langer Ball und wieder Della Fiore. Was macht er denn da gegen Pavlovic? Das sah auch äußerst ungeschickt aus, wie er da zum Ball hingegangen ist. Düsseldorf, die Überraschungsmannschaft momentan. Tabellendritter führt gegen Braunschweig unseren Ex-Club 1:0. Die Fortuna übrigens auch unser nächster Gegner. Nur 3 Tage später nach diesem Bundesligaspiel. Der Terminkalender der Mainzer, auch wegen der Europa League, dicht, dicht gefüllt. Das ist Nikolai Müller. Bittencourt. Nochmal Müller, den kriegt er. Komm, hol ihn. Aber Lukas Schmitz passt auf und kann klären. Ich weiß nicht, warum immer El Girolier hier ins Blickfeld
gerät der Topscorer bei den Bremern ist momentan Nachbe, der Mann aus Liberia mit 4 Toren, 2 Vorlagen. Einer der Topscorer der Fußball-Bundesliga momentan, das ist Bentenkurt, Traumpass, Della Fiore! Kein Grund, mit dem Kopf zu schütteln, Gianluca Della Fiore, Saisontor 1. Und es war ein Traumzuspiel von Leonardo Bentenkurt. Und diesmal kann Michael Rensing in Gelb gekleidet nichts machen. Endlich wieder eine Führung für Mainz 05. 7. Bundesliga-Tor in dieser Saison für die Mainzer. Und die mitgereisten Mainzer-Fans machen hier gleich gut Stimmung. Aber Nordweit. Petersen. Dragovic. Wieder Petersen. Elia. Gut gemacht von Schändler. Denn der Fehlpass aber hinterher. Flanke aber zu weit. Philipp Bargfrede kann da nicht rankommen. Fabrizio Sankala beim Einwurf. Und die Bremer lassen uns hier ein bisschen gewähren. Finde ich gut. André Schürrle. Sankala, ah, das war zu offensichtlich, gut gemacht von Ignioski. Das ist wieder Nackbe. Koch kommt nicht in den Zweikampf, aber Schändler, sehr gut gemacht. Oh nee, da wollte ich zu Lacazette durchstecken. Oh, das war unnötig, der Ballverlust. Ah, Bittenkurt kommt nicht dran, Ignioski wieder. Sehr viele Ballkontakte, Nils Petersen, der Stoßstürmer. Doppelpass mit Nackbe, das ist Elia, hupala, ich glaube, da war mein Controller ganz kurzzeitig zu hören. Nicht mehr das neueste Modell, wobei der ist erst 2,5 Monate alt, aber trotzdem schon ein bisschen vergriffen, kann man das so sagen. Ach ja, aber alle, die regelmäßig FIFA spielen, wissen, glaube ich, was ich damit meine. Nackbe wieder. Ejiro. Elia Schmitz, ah, da muss Schändler jetzt zu ihm hin. Da ist die Abwehr völlig offen. Oh, und Oliver Baumann muss das erstmal eingreifen, kurz vor der Pause. Das wäre natürlich jetzt sehr bitter gewesen, hier noch den Ausgleich zu kassieren. Müller. Ach, was war das denn? Kurios weitergeleitet, aber ganz stark von QRT. Einer der formstärksten in den letzten Wochen beim FSV. Mainz 05, Della Fiore, weiter zu André Schürrle, gegen Stefanovic, kurz zu Della Fiore, Gianluca Della Fiore, nochmal zurück, Schürrle, jetzt muss die Flanke kommen, und die kommt nicht schlecht, Müller! Der Kapitän! Trifft wieder, auch in der Fußball-Bundesliga. Direktabnahme, Volley. Schöne Flanke von Schürrle. Und Müller macht das 2:0 praktisch mit dem Pausenpfiff. Oh, aber die Bremer kommen nochmal. Aber sehr stark von Nsankala gegen Ignioski. So, jetzt darf er auch mal zur Halbzeit pfeifen, das tut er auch. Heimo Wasserschneider ist übrigens heute der Schiedsrichter. Liebe Grüße an dieser Stelle. Della Fiore und Nikolai Müller. Eine 2:0 Pausenführung und das auswärts. Die treuen FIFA-Zuschauer von euch könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wann es das zuletzt gegeben hat. Vor allem auswärts. Ganz gutes Spiel von unseren Mainzern hier, die in der Vorsaison, ich wollte es mal wieder nur anmerken, nur 2 Auswärtsspiele gewinnen konnten. Und jetzt führen wir hier in Bremen, wo wir noch nie gewinnen konnten mit 2:0. Einfach traumhaft. Gucken wir auf die anderen Ergebnisse. Auch da sind Überraschungen dabei. Zum Beispiel Nürnberg führt gegen den FC Bayern 1:0. Düsseldorf, also die wollen wirklich noch um die deutsche Meisterschaft mitspielen oder was ist hier los? 1:0 Führung gegen Braunschweig. Hannover, der momentan Tabellenletzte, führt 2:0 gegen Hertha. Und Wolfsburg-Hamburg steht es unentschieden. 1:1 hier in Bremen für die Gäste aus Mainz. Ich denke, verdient mit 2:0. Dass diese Führung verdient ist, müssen wir jetzt im zweiten Durchgang nur noch bestätigen. Ich könnte natürlich jetzt auch schon mal voraussichtlich auswechseln, denn nur 3 Tage später steht schon das nächste Bundesligaspiel gegen Düsseldorf auf dem Plan. Aber ich werde erstmal personell unverändert weitermachen.
Auf geht's in die zweite Halbzeit. Bremen immer noch in grün und weiß, traditionell. Jetzt von rechts nach links mit ihrem ersten Angriff über Ignjovski. Petersen, der sich hier sehr weit zurückfallen lässt, aber ein Traumpass spielt. Aber Kouyaté, das war ganz, ganz stark geklärt vom Mann aus dem Senegal. Jetzt Konter, Koch, Schenter, zieh doch durch. Er hat kurz gewartet, so kann Denkler, der brasilianische Neuzugang aus der Innenverteidigung, noch dazwischen gehen. Schmitz, oh, das war stark gemacht von Bremen. Ignjovski. Oh, das war gut. Und Sankala kann den Kopfball von Petersen blocken. Chance lebt aber noch. Abwehr gerade sehr unsortiert. Schürle, gut dazwischen. Bremen aber immer noch im Ballbesitz mit Bagfrede. Koch kommt nicht dran. Schön schnell direkt gespielt. Aber der Abstoß dann zu schwach von Ignjovski. Auffälligster Bremer. Kein Problem für Oliver Baumann. Der übrigens genau das gleiche Tortrikot trägt wie die Bremer Feldspieler. Langer Ball, oh, schade. Da kam Lukas Schmitz noch mit dem Kopf dazwischen. Und Kouyaté kann ruhig wieder nach hinten eilen. Der ist nämlich gerade nach vorne gestürmt und er bleibt da vorne stehen. Der Schlingel, hat er denn vor? Okay. Da seht ihr es, ich spiele ihn einfach mal an. Da ist er, Kouyaté. Lacazette, das ist ein Traum. De La Fiore! Der hatte einen Plan, der Senegalese. 57. 3:0. Und es war ein super Spielzug. Kouyaté, Lacazette. Super Pass auf De La Fiore. Der schnürt den Doppelpack. Und ich glaube, jetzt haben die Bremer nicht mehr so viel zu melden. Lukas Schmitz. In den 7 Spieltagen zuvor mit Mainzer Beteiligung sind übrigens die wenigsten Treffer gefallen, nämlich nur deren 12. 6 Tore hatten wir bis dahin geschossen, 6 Gegentore bekommen. Und heute treffen wir gleich dreifach gegen den SV Werder Bremen. Ecke, Elia. De La Fiore. Auf Lacazette, schirmt den Ball sehr schön ab, aber gut gemacht von Ignjovski, der mal wieder gut dazwischen geht. Pavlovic, riskant, oh, mit Glück gegen De La Fiore. Jetzt haben wir eine Stunde vorbei und ich denke, jetzt ist es mal an der Zeit auszuwechseln. Auf der Bank heute übrigens kein Arkadiusz Milik, der ist bei mir so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen in Ungnade gefallen, das wäre ein bisschen zu hart, aber er bekommt mal eine kleine Pause. Dafür darf der junge Tobias Funk mal rein. Wurde von ein, zwei Leuten in den Kommentaren auch von euch gefordert, dass er ab und zu mal ein bisschen eingewechselt werden soll. Und er kommt mal für Lacazette heute rein. Warum nicht? Und ansonsten möchte ich auch noch ein, zwei weitere Stammspieler schonen, wie zum Beispiel den Torschützen des 2:0. Nikolai Müller, Serge Gnabry kommt für ihn. Und ich denke auch ein Bittencourt oder Schürle. Einen von den beiden würde ich gerne noch rausnehmen. Oder in St. Keller, aber da haben wir jetzt heute unseren Ersatz-Linksverteidiger Hamouma nicht mit dabei. Deswegen machen wir gleich mal einen Dreifachwechsel und Buchtmann wird kommen. Für André Schürle, Buchtmann, The Shadow, vor zwei, drei Parts war das, glaube ich, wo er eingewechselt wurde, wurde er ja auch zum Schattenmenschen, wie damals in der ersten Braunschweiger Saison, Samuel Jackson. Ein altbekannter FIFA-Bug, Bagfrede. Ah, da wollte ich nicht zur Ecke klären. Aber Hauptsache, unser Kala ist noch hingekommen und konnte die Flanke verhindern. So haben wir auch die Zeit zum Wechseln. Und die Bremer werden auch wechseln und werden Ignjovski auswechseln. Nicht besonders clever. Bester Mann für mich bei den Bremern heute. Felix Gruß kommt für ihn. Der jüngere Bruder von Bayerns. Toni. Ecke kommt nicht schlecht. Pavlovic, der große Serbe, kommt fast dran. Oh, das war ganz simpel gespielt. Baumann. Uiuiuiui. Schändler. Baumann ist draußen. Oder die Waldfee. Ganz wichtig, dass Schändler da das Kopfballduell gewonnen hat. Koch. Bittencourt. Und das war wieder so ein Traumspiel. Oh, abseits. Oh, ein halber Schritt. Ja, aber richtig. Schade.
Da wollte ich schon zum Jubeln aufbrechen. Schade, schade, schade. Aber okay, 4:0 wäre vielleicht auch ein bisschen zu hart gewesen. Sind ja noch über 20 Minuten zu gehen. Dragovic verliert das Kopfballduell. Aber Ball ein Tick zu lang für Nackbe. Schändler kann dazwischen gehen. Baumann. Oh, aber genau in den Fuß von Denkler. Der macht aber den technischen Fehler für einen Brasilianer ungewöhnlich. So, die Konterchance. Gnabry. Funk. Die beiden Eingewechselten. Nochmal Gnabry. Flanke kommt in den Rückraum. Buchtmann nochmal. Und er holt gegen Stefanovic. Immerhin noch eine Ecke raus. Fabrice in Sankala. Der Mann für die Standards. Kommt nicht schlecht. Dragovic kommt hoch. Und da kommt Tobias Funk. Und nochmal ein Bremer Fuß dazwischen. Nächste Ecke. Ich will ja langsam zum Eckenrekord hier. Aber diesmal möchte ich Buchtmann mal schießen lassen. Da waren unsere Leute in der Mitte gerade nicht so gut postiert. Buchtmann kommt nicht schlecht. Kocht da im Hintergrund. Und da kommt Serge Gnabry nochmal mit all seinem Tempo. Und bringt die Flanke auch nicht schlecht. Bittencourt nochmal. Kuyate in der Mitte. Aber die Bremer können dann doch irgendwie noch klären. Viertelstunde noch. Ball hat... Oh, da kriege ich schon Sprachfehler. Wann hat es das zuletzt gegeben? Auswärts. So eine deutliche Führung. Oh, die Waldfee. Sehr guter Start auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession. Bremen immer noch mit mehr Ballbesitz. Aber jetzt können wir das Spiel auch ein bisschen ruhiger angehen. Nichts riskieren. Warum sollten wir? Mit ein bisschen Glück kommt der Ball da durch. Koch. Ah, schade. Dunker vor Christopher Buchtmann. Elia, Konter. Ah, es war ein schönes Spiel. Dragovic hat da gepennt. Oh, Felix Kruse, was macht er denn? Oh, das war jetzt eine riesen Chance, was Bremen daraus gemacht hat, war mal rein gar nichts, Felix Kruse. Aber passt auch zum Gesamtbild der Bremer heute. Jetzt Tobias Funk versucht sich im Dribbling, verliert den Ball aber. Aber Buchtmann holt ihn sich zurück. Kuyate. Elia stürmt auf Baumann zu, aber der ganz clever zurück zu Kuyate. Gnabry. Schändler. Ah, schade. Koch geht da nicht so richtig zum Ball. Nackbe. Einfach mal auf Verdacht. Auf den rechten Flügel der Bremer geschlagen. Aber da steht mal rein niemand. Oliver Baumann schon 3:0 geblieben. In der Bundesliga. Heute wäre es sein 4. Mal. Wenn es denn bei dieser 3:0 Führung bleiben würde. Bremen wechselt nochmal. Stefanovic wird rausgehen und ersetzt durch Sebastian Prüdel. In der letzten Saison noch Bremer Kapitän, wenn ich mich richtig entsinne. Heute nur auf der Bank. Funk. Della Fiore. Der Mann spielt auf jeden Fall mit seinem Doppelpack heute und er möchte noch einen drauflegen. Schön mitgenommen. Della Fiore. Aber Dunker, diesmal Zweikampfsieger. Koch. Verspringt der Ball ein bisschen, schade. Keine Unterstützung für Buchtmann. Nochmal hintenrum über Koch. In Sankala. Fabrice in Sankala. Der Linksverteidiger gefoult von Ejiro. Elia. Della Fiore, den können wir mal liegen lassen. Gute 30 Meter schätze ich. 31 Meter. Sehr gut geschätzt. Und ich glaube, wir haben mit Kuyate einen, der einen richtigen Dampfhammer besitzt, oder? Wobei, nee, Schusskraft nur 68. Schändler hat auch einen rechten Hammer. Bittencourt auf 79. Okay, da muss ich mal halt mit Buchtmann versuchen. Wieso nicht? Christopher Buchtmann. Kommt auch nicht schlecht. Rensing muss da sein ganzes Können unter Beweis stellen. Schöner Freistoß von Christopher Buchtmann in der Nachspielzeit. 4 Minuten gibt es obendrauf. Vorteil für Bremen. Hier wird nicht mehr allzu viel passieren. Das wird höchstwahrscheinlich, nicht nur höchstwahrscheinlich, es wird unser 2. Bundesliga-Sieg in der laufenden Saison. Und dürfte uns auch ein bisschen Auftrieb geben für die kommenden Partien, auch in der Europa League. Da steht ja in der nächsten Woche das Spiel gegen die Hearts auf Midlothian an, aus Schottland. Aber vorher, wie gesagt, noch das nächste Bundesliga-Spiel gegen das Überraschungsteam Fortuna Düsseldorf. Bin ich mal recht gespannt, wie die ihr Spiel gegen Braunschweig
beendet haben. Jetzt hat nochmal Bremen die Chance. Und wir bleiben wieder nicht zu Null. Jetzt Petersen nochmal in der Nachspielzeit. Aber das kennen wir ja mittlerweile zu Genüge. Man erinnere sich an das 1:1 gegen Augsburg. Oder das 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Jeweils zwei Last-Minute-Gegentreffer. Der heute ist nicht ganz so tragisch, aber trotzdem ein bisschen blöde. Vor allem für unseren Keeper Oliver Baumann, der gerade aber auch ein bisschen zögerlich rauskam, muss man sagen. Aber okay, am Ende zählen die drei Punkte und die wird uns heute niemand mehr nehmen. Della Fiore nochmal mit dem Versuch auf Tobias Funk. Und Timo Wasserschneider, ich wollte gerade sagen, hat immer noch nicht genug. Jetzt doch, denn jetzt ist das Spiel zu Ende. Mainz 05 gewinnt auch durch seinen Doppelpack hier. Gianluca Della Fiore alias die Jogginghose mit 3:1 hier in Bremen. Pettersens Ehrentreffer war am Ende nur keine Ehre wert. Oder so. Egal, drei Punkte, das zählt. Wir werden auf jeden Fall in der Tabelle an Werder Bremen vorbeiziehen. Aber das schauen wir uns gleich nochmal im genaueren im Detail an. Gucken wir nochmal vorher auf die Spielerbewertungen. Della Fiore natürlich Spieler des Tages mit einer 8,7. Seine beiden ersten Saisontreffer freut mich besonders für ihn. Tobias Funk nur eine 5,4 nach seiner Einwechslung. Ein bisschen schade. Aber ich habe trotzdem vor, ihn in Zukunft ein bisschen häufiger zu bringen, dass er sich auch mal ein bisschen entwickelt. Jetzt, wo Siebe Schrievers ja noch ein bisschen verletzungsbedingt ausfällt, haben wir die Chance ja eigentlich dazu serviert bekommen. Okay, die Noten durchweg gut. Statistik 50-50% Ballbesitz. Ja genau, 50-50% Ballbesitz. Düsseldorf siegt weiter. 2:0 gegen Braunschweig. Die Bayern schaffen nur ein 1:1 gegen Nürnberg. Also da kriselt es gewaltig. Trotz des Neuzuganges Alexander Pato, den sie noch kurz vor Transferschluss verpflichtet haben. Hannover schießt sich aus der Krise, 3:0 gegen Hertha. Wolfsburg und HSV haben sich 2:2 getrennt. Damit ist der 8. Spieltag komplett und wir gucken uns mal die Tabelle selbstverständlich an. Nach 8 Spielen haben wir 9 Tore. Ist nicht besonders viel, aber auch nur 7 Gegentore. Das ist ein ganz guter Wert, wie ich finde, wenn man noch die 3 Last-Minute-Treffer davon abzieht. Plus die 3 Gegentreffer gegen Werder, gegen den FC Schalke 04. Dann haben wir nicht mehr ganz so viele Gegentore, aber die sind halt gefallen. Unser zweiter Sieg. Wir haben jetzt 11 Pünktchen, 11 Punkte zusammen. Dortmund an der Spitze. Ein Punkt vor den amtierenden Meister Schalke. Und man höre und staune immer noch den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf. Da haben wir einen richtig, richtig harten Gegner im nächsten Spiel hier zu knacken. Eine richtig harte Nuss. Bayern nur 4, gefolgt von Wolfsburg. Dann schon ein kleines Polster zum HSV und zu uns mit jeweils 11 Punkten. Aber das Polster soll eventuell schon beim nächsten Mal ein bisschen kleiner werden. Kommt natürlich auch darauf an, wie die Konkurrenz spielt. Werder Bremen haben jetzt auch hinter uns gelassen. Aber die Verfolger hinter uns natürlich alle sehr, sehr eng beieinander. Bremen, Hoffenheim, Leverkusen alle 10 Punkte. Und auch die Teams dahinter noch in Schlagdistanz. Gladbach nur auf Tabellenplatz 15. Freiburg auf der Relegation, Braunschweig 17. und der VfB Stuttgart, das einzige Team, nach 8 Spieltagen noch ohne jeden Sieg. Tabellenletzter. Konnte man jetzt auch nicht so unbedingt mitrechnen. VfB Stuttgart, so wie ich verletzt, Gehirnerschütterung. Normalerweise würde ich jetzt sagen, da wo kein Gehirn ist, kann auch keine Erschütterung verursacht werden. Ne? Aber naja, lassen wir es mal. In St. Gallen verweigert sich neuer im Vertrag. Stimmt, da hatten wir ja noch was in der letzten Aufnahmesession. Fabrice in St. Gallen wollte seinen Vertrag nicht verlängern. Er wollte erstmal seine Optionen abwägen. Aber okay, warten wir erstmal die Geschichte ab. Eine ähnliche Geschichte hat es ja schon mal gegeben bei einem unserer Spieler. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. War es nicht sogar Luis Karius? Ich glaube, unser Ersatzkeeper war es damals, der genau dasselbe gesagt hat. Ich will weg, ich bleib nicht mehr hier, bin voll unzufrieden. Aber am Ende des Tages, ein paar Wochen später, hat er seinen Vertrag verlängert und alles war Banane. So, wir haben mal wieder die Möglichkeit, eine Pressekonferenz zu besuchen.
Und diese Möglichkeit gehen wir auch gleich nach. Aktuell ist aus Belgien, das können wir auch gleich mal uns anschauen. Unsere Scouts sind ja momentan nach Spielern unterwegs oder halt nach Spielern Ausschau, dessen Verträge auslaufen. Da könnten wir uns eventuell schon für die kommende Saison dann im Winter verstärken, aber das hat noch alles ein bisschen Zeit. So, was machen wir denn bei der Pressekonferenz? Also wir können ja eigentlich nichts anderes machen als das hochgelobte Team von Fortuna Düsseldorf noch weiter zu loben, so dass sie vielleicht ein bisschen übereifrig werden, ein bisschen selbstverliebt sogar eventuell, an Selbstüberschätzung leiden. Wer weiß, wer weiß. Nee, aber Fortuna Düsseldorf, Tabellendritter momentan. Wer hätte das gedacht? Das absolute Überraschungsteam. Aber jetzt wollte ich nochmal ganz kurz gucken, wer hier so auf der Liste ist mit auslaufenden Verträgen. Matias Suarez zum Beispiel. Der Argentinier vom ESC Anderlecht. Wo wir ja sehr gerne einkaufen. Oder wo ich zumindest sehr gerne einkaufe. Dann haben wir Kevin Mayi vom Ors Saint-Étienne. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Lloris, Portugiese vom FC Liverpool, den können wir glaube ich sofort streichen. Können wir vom Gehalt her niemals bezahlen. Thomas Goubert, naja, nicht so interessant. Attila Turan auch nicht. Niklas Bentner hatte ich für eine absolute Graupe vom FC Arsenal. Maximilian Meyers Vertrag läuft aus. Ist dem so? Bitte öffnen. Danke. Allerdings ist er erst 22. Sprich, wir könnten ihm noch kein Angebot unterbreiten. Dominik Heinz, ich glaube, das hatten wir alles auch schon gesehen. Bel Hassani Asifur, das ist auch so ein geiler Name, vom FC Sion. Eben sehr Asifur. Was bist du denn für einer? Hallo, öffne dich. FIFA leckt gerade mal wieder so ein bisschen. Ich glaube, die kann ich mal sogar beobachten lassen. Auch wenn wir Stürmer nicht unbedingt brauchen. Caraba, Abracadabra, Ferik Matri, Jean-Paul Boetius, das ist doch ein großes Talent aus der Jugend von Feyenoord, 23 Jahre jung, sein Vertrag läuft aus. Das ist mal ein sehr interessanter Mann. Key, okay, und dann die Spieler, die da drunter kommen, haben wir schon auf jeden Fall alle gesehen. Nathan Redmond, natürlich auch ein interessanter Spieler. Aber Engländer in die Bundesliga holen, hat auch jemand von euch zuletzt in den Kommentaren geschrieben, ist ein bisschen unrealistisch, muss ich zugeben, sehe ich ähnlich, deswegen werden wir wahrscheinlich mit Mainz 05 auch nicht unbedingt Engländer verpflichten, auch wenn ich gerne würde. Okay, ich denke, das war's dann auch schon mit diesem Part, das heißt schon, es hat schon wieder ein bisschen Überlänge. Aber wir trödeln, beziehungsweise ich trödle ab und zu mal ein bisschen gerne. Und Lester über Gott und die Welt und den Fußball und natürlich auch FIFA 14. Und beim nächsten Mal, apropos FIFA 14, geht es weiter beim Let's Play FIFA 14 Karrieremodus. Wenn es dann heißt, 9. Spieltag, FSV Mainz 05 empfängt die Fortuna aus Düsseldorf.